Er wird, wer? Eine Person. Wer? Der das elendigste Leben gelebt hat. Noch schlimmer als die Leute in Palästin. Ja, es gibt Leute, die noch mehr geprüft werden. Diese Person, der ein Gläubiger war, wohlgemerkt immer, der Glaube ist die Grundlage. Ist die Grundlage. Möge Allah so schnell die Menschen zum Glauben leiten. Diese Person, der Dinge erlebt hat, von denen wir nur träumen können. Elendig. Aber er war ein Gläubiger. Und er hat gebetet. Und er hat seinen Herrn lobpreist. Und war dankbar. Egal in welcher Situation. Dieser, liebe Geschwister, bitte hört mir zu. Und ich küsse eure Füße und Hände. Hört mir bitte zu. Diese Person, der vielleicht 70 Jahre das 3- oder 4- oder 5-fache erlebt hat, was die Palästinenser, möge Allah sie festigen, gerade erleben, dieser wird nur einen kleinen Moment in Al-Jannah, ins Paradies hereingetaucht. So heißt es in der Überlieferung. Und dann wird er gefragt, oh Mensch, hast du jemals etwas Schlechtes in deinem Leben erlebt? Ist dir irgendwas Schlechtes passiert, widerfahren in deinem Leben? So wird er sagen, nein, bei Allah, oh mein Herr, niemals habe ich in dieser Welt Schlechtes erlebt. Subhanallah. Al-Jannah, für einen Moment wurde er eingetaucht und er hat alles vergessen, was er zuvor erlebt hat. Entschädigung. Allah. Derjenige, der Großzügigste ist beim Belohnen. Was denkt ihr dann, wenn er nur einen Moment, klitzekleinen Moment, in Al-Jannah, ins Paradies eingetaucht wurde? Was denkt ihr, liebe Geschwister, wie sein Leben ist, wenn er in Al-Jannah lebt? Allah Azza wa Jalla wird ihm das geben. Und er wird das in vollen Zügen genießen. Ja, Allah entschädigt. Und diese Person hat alles vergessen. Ich gebe euch nur ein Beispiel in der Dunya, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Möge Allah uns und euch segnen. Wenn eine Frau dabei ist zu gebären, ihr wisst, oder die Frauen wissen besser gesagt, die Männer interessiert das nicht so sehr, ihr wisst, was sie für starke Schmerzen während der Geburt haben. Wenn sie dabei sind, das Kind zu gebären, zu entbinden, dann hast du das Gefühl, diese Frau will nie wieder ein Kind haben. Und sie möchte am liebsten ihren Mann mit 65 Kugeln durchsieben. Dieses Gefühl hat man. Aber subhanallah, diese Schmerzen und diese Änderung ihrer Situation, sobald sie das Kleinkind in ihre Hand bekommt, siehst du sie lächeln, als hätte sie alles vergessen, was zuvor an Schmerzen vorgefallen ist. Das ist nur ein Beispiel in der Dunya. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die, wenn sie ihr Kind bekommen hat, nicht gelächelt hat. Noch nie. Und die auf einmal alles vergessen hat, was die Vorphase von dieser Entbindung gewesen ist. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, sobald sie dieses Kind im Arm hat, so siehst du sie lächeln.